Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Part vom Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe offscreen wieder ein bisschen trainiert und jetzt werden wir Pantimimi onscreen nochmal machen, denn Pantimimi kann gleich sich entwickeln, indem es Level 18 erreicht und Mimikry erlernt. Und ja, dann wird Pantimimi erstmal dieses Weimar besiegen und dann müsste es genügend Erfahrungspunkte haben. Und dann haben wir ein Pantimos. Und ich denke, dann wird Pantimos auch ein paar KP mehr haben und kann ein bisschen mehr aushalten. Das wäre auf jeden Fall schön. Weimar macht nur Platsche, das ist auch toll. Also, geht hier schon mal gut ab. So, dann ist Weimar jetzt besiegt, denn... Na, ja, es sind genügend. Pantimimi erreicht Level 18. Will Mimikry erlernen. Was kann eigentlich Mimikry? Das werde ich jetzt mal nachgucken. Er kopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Gegners, kann bis zum Ende des Kampfes verwendet werden. Ah, oh, das hört sich eigentlich geil an. Denn werden wir jetzt gegen Barriere austauschen. Und jetzt wird Pantimimi sich erstmal schön entwickeln. Ja, hey, Pantimimi entwickelt sich. Dum, 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 dum. Unser erstes Pokémon, was sich entwickelt. Das ist schon mal sehr schön. Wird es erstmal schön stärker, auch wenn ich Pantimimi mehr bevorzuge als Pantimos. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Okay, gucken wir mal, wie viel KP es denn dazu bekommen hat. Ja, doch nicht so viel, da habe ich echt mehr erhofft. Gut, denn würde ich mal sagen, gehen wir hier rein und machen das Windkraftwerk erstmal zu Ende. Und dann können wir nach Ewig, genau. Und jetzt kommen wir rein. Was? Das kann gar nicht sein. Du hast den Schlüssel, aber dann habe ich die Tür ja ganz umsonst verschlossen. Jetzt stehe ich wie ein totaler Verlierer da. Aber keine Zeit für Selbstmitleid. Ich muss dem Commander Bescheid geben. Oh, Commander? Ach stimmt, hier ist ja der erste Commander-Kampf. Oh, verdammt. Oh, ich hoffe, ich krieg das hier hin. Ich hoffe, ich krieg das hier hin. Och, das macht doch keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sage ich dir. Verdammt, ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht... Ah, vor sowas habe ich denn wiederum Angst. Es ist unglaublich. Hunduster, ich weiß nicht, hat Hunduster nur den Feuertypen oder gleich schon Feuer und Licht? Weil ich denke, Konfusion und so weiter wären hier jetzt nicht gut. Darum werden wir jetzt erstmal auf Anton wechseln. Denn Aquaknarre wird, glaube ich, besser rüberkommen. Denke schon mal, jetzt kommt Glut. Glut müsste ja nicht so viel. Ja, das ist nichts. Ja, aber natürlich eine Verbrennung kommt. Das war so typisch mal wieder. Wenn, denn muss das natürlich immer gleich kommen. Leider kann ich es denn nicht one-hitten. Doch? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich keinen One-Hit lande. Aber okay. Ja, dann haben wir den ersten Lazy-Typen, Lazy Max, besiegt. Und... ja, gucken wir mal. Warte, ist da ein Item? Nee, das sah gerade so aus, als ob Anton ein Item trägt, aber das war ja nur Brand. Gegengift, Paraheiler, Aufwecker und Beeren. Warte, hatten wir nicht eine Fragia-Beere bekommen? Ah, Tatsache. Einsetzen bei Anton. Eine Sinebeere haben wir. Mm. Wem sollten wir die Sinebeere am besten geben, falls es eng wird? Am besten Elektek. Okay, dann gucken wir. Da oben ist der nächste Gegner. Kämpfen wir mal gegen ihn. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Das ist ja sehr schön, Lazy Max. Macht ihr ganz toll. Nein, macht ihr nicht. Okay, er hat zwei Pokémon. Was? Nein, der hat einen Giratina. Oh Gott. Oh, ein Giratina Level 11 kann bestimmt schon super Attacken. Hey, vielleicht... Mimikry... Ja, toll, es schlug fehl. Feuer-Odem. Oh Gott. Feuer-Odem zieht eigentlich meist immer so viel ab. Oh, diesmal nicht. Kann ich jetzt Mimikry machen und Tatsache, jetzt kann ich Feuer-Odem nehmen. Denn Feuer-Odem müsste gegen Giratina eigentlich gut sein. Das müsste nämlich eine Drachenattacke sein. So viel ich weiß. Ja, habe ich zwar nur 5 Mal, aber das müsste hoffentlich reichen.
Meine Initiative sinkt. Und jetzt können wir Feuer-OD machen. Hihihihi. Oh ja, das sieht gut ab. Das sieht gut ab. Und Paralyse. Perfekt. Perfekt, das Giratina ist, glaube ich, besiegt. Ah, Mist, der Zwinger ist ja auch noch dabei. Mal sehen, was er als zweites Pokémon hat. Okay, Giratina haben wir besiegt. Schon mal sehr schön. Und wir bekommen 500 noch was. Okay, Ambidiffel. Bei Ambidiffel könnten wir eigentlich Anton reinsetzen wegen Zertrümmerer. Sonst haben wir... Doch, wir haben noch Fußkick. Von Electek. Dann nehmen wir Electek und setzen Fußkick ein. Ich glaube, Fußkick ist ein bisschen stärker. Ambidiffel. Komm, Fußkick. Bam. Triff Ambidiffel. Und zwar hart. Das sieht schon mal sehr schön aus. Erstaune. Okay, und ein Ruckzuckieb müsste den Rest geben. Perfekt, und da haben wir auch Ambidiffel besiegt. Ich mag keine Kinder, die auch noch stärker sind. Das passiert. So, ich würde mal sagen, drei Pokémon sind angeknackst. Ja, auch wenn es nur ein bisschen ist. Ich habe Angst, falls der Commander ganz viele Pokémon hat. Darum werde ich jetzt schnell mein Pokémon heilen gehen. Also, bis gleich. Hallöchen, Leute, da sind wir wieder. Und jetzt mit einem voll aufgeheilten Team werden wir als erstes gegen den Commander kämpfen. Jetzt werde ich aber ein anderes Pokémon als erstes reinsetzen. Ich denke mal, mit Electek werden wir nicht so viel falsch machen mit Schockwelle. Hoffentlich hat sie einfach mal kein Boden-Pokémon als erstes. Und ja, okay, auf zum Commander. Ich bin einer der drei Commander des Team Galactic. Moment, das stimmt gar nicht. Einer der vier Commander. Man nennt mich Mars. Wir werden eine neue Welt erschaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic hier verschwinden. Okay, erster Kampf gegen Mars. Oder Gen Joe. Ein Knaxel! Ernsthaft? Da kommt sie wirklich mit einem Boden-Pokémon? Das kann doch nicht wahr sein. Genau in dem Moment. Da. Na toll, ich weiß nicht, ob Knaxel schon Boden attacken kann. Dann gehe ich mit Lampi rein. Also so stark Attacken dürfen es jetzt nun auch wieder... Ah, Mist, nein, Lampi hat doch noch den Elektrotypen. Okay, Sandsturm. Oh Gott, das war jetzt irgendwie mein eigener Fehler. Aber trotzdem, Aquaknarre müsste klappen. Ah, oh, ey, dass die da... Sandwirbel. Okay, so gut sieht das jetzt noch nicht so aus bei ihm. Aber kann ja noch kommen. Was glaubst du, stellst du damit meinen Pokémon an? Ich besiege... Was? Warum geht denn die Attacke daneben? Oh, toll, Drachenwut. Was ist da? Kann Drachenwut? Der... Nein, nein. Oh Gott. Oh, das sieht nicht gut aus für uns. Nein, 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 nein. Einmal aufladen und Knaxel ist halt... Oder wir... Ah, wir könnten mit Anton wechseln, falls sie nicht nochmal Drachenwut macht. Oh, hoffen wir mal, dass das klappt. Ich will Lampi nicht sterben sehen. Ich will Lampi nicht sterben sehen. Bodycheck kann es also auch noch. Okay. Der Sandsturm tobt. Anton wird auch getroffen. Toll. Aquaknarre, komm schon. Oh, jetzt. Warum ist das Vieh so schnell? Nein! Anton ist tot! Scheiße. Wir haben Anton sterben lassen für Lampi. Dann hätte ich lieber Lampi sterben lassen. Ach, verdammt. Was haben wir denn hier noch für Attacken? Ultraschall, Sandgrab, Finte.
Also mit Elektroattacken können wir hier eh nichts machen. Ah, Mist. Ich hoffe, Panthimos kann da irgendwas richten. Konfusion! Oh Gott, so knapp! Oh, ich hoffe, Drachenwut ist jetzt hier nicht nochmal so stark. Ach du Scheiße! Konfusion! Panthimos ist schneller! Alter, das Knackhack ist weg. Ja, Knackse. Ich hoffe, sie hat jetzt nicht nochmal so ein mega starkes Teil. Plinfa. Okay. Pokémon-Wechsel auf Electek. Oh nein, ey, wir haben Anton. Nein. Anton ist tot. Hey, das kann nicht wahr sein. Ey, Boden-Pokémon sind echt verheerend für uns. Das ist unglaublich. Das Plinfa ist einfach mal Level 17. Zum Glück habe ich mein Team trainiert. So overlevelt bin ich also nicht, aber das Plinfa ist weg. Okay, haben wir sie besiegt. Wir haben unser erstes totes Pokémon, was in die Deathbox kommt. Unfassbar, ich habe verloren. Du. Oh Gott, ey. Hups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Das ist aber schade. Gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns nun Türe und Tor offen. Mir, Charon, kommen da keine Zweifel. Immerhin erkennt selbst der Boss mein Genie an. Mars, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe gefälligst zusammen, du bist immerhin neu hier. Denk nur nicht, dass dich jemand ernst nimmt. Tja, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden. Team Galactic. Sie haben gesagt, dass sie unbedingt Energie und Pokémon sammeln müssen. Damit wollen sie ein neues Universum aufbauen, haben sie zumindest gesagt. Das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ich kann dir gar nicht genug für meine Rettung danken. Endlich sehe ich meine kleine Tochter, meinen Sonnenschein wieder. Papa! I, Papa, du riechst. Papa, geht duschen, Igitt. Oh, wie süß. Tut mir leid. Ich musste ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Ah, stimmt, sie meint Driftlon. Das kommt ja jeden Freitag. Kommt das hier an? Aber... Oh Gott. Ich habe mich vorher erschrocken. Ich dachte, jetzt kommt Driftlon, aber nee. Driftlon, wie gesagt, jeden Freitag. Und... Ja, mal sehen, ob da denn auch... Ah nee, warte. Für die Route habe ich schon einen Encounter. Schade. Hätte ich mir einen Driftlon geholt. Ah, ja, du bist es. Ja, richtig, du bist es. Ich habe gehört, Team Galactic sei in diesem Kraftwerk aufgetaucht. Team Galactic, hast du von ihnen schon gehört? Aber natürlich, wir kennen uns ja. Also, wo ist es, dieses Team? Wie bitte? Du hast es vertrieben? Du bist zwar ein Trainer, aber... Na gut, dann setze ich meine Untersuchungen im Gebäude fort. Manchmal macht mir Libelle Angst. Kommst du da jetzt wieder raus, oder warum darf ich mich nicht bewegen? Okay. Erstaunlich, ich habe das gesamte Gebäude durchsucht. Auch im Gebäude befindet sich dieses ominöse Team Galactic nicht. Du hast sie also nicht aus Versehen übersehen oder irgendein anderes Team verjagt? So etwas schafft nur ein wahrer Trainer. Etwas jung zwar, aber durchaus als Trainer zu erkennen. Ich werde nun meine Aufgabe als Elite der internationalen Polizei nachkommen und die Schuldigen verfolgen. Laut Geheimquellen führt ihre Spur nach ewig genau. Ich verschwinde nun und empfehle mich. Oh Mann, Libelle, der ist schon echt ein komischer Kauz. Aber ja, jetzt können wir erstmal unser Team heilen gehen und... Ja, Anton können wir schon mal wegpacken. Anton, du hast uns so gut gedient. Das ist so traurig. Das arme Anton. Es hatte doch so ein schönes Leben vor sich und jetzt ist es tot. Okay, gut, dann werden wir jetzt es in der Deathbox, Alter, was geht mit mir Deathbox? In die Deathbox packen. Oh, Alter, das Sprechen ist heute voll verlernt. Hä? Was
Hat sich das irgendwie nicht gespeichert? Eigentlich habe ich mir... Ah, das mache ich dann später. Okay. Dann ist Anton jetzt in die Deathbox. Eigentlich stand da oben Deathbox und ein Himmel, dass er in den Himmel hinausgeht. Und ja, dafür können wir aber eigentlich Blanas mit reinnehmen, wie ich gerade sehe. Und dann werden wir Blanas trainieren offscreen und dann wird es wahrscheinlich genauso stark sein wie mein anderes Team. Aber so, damit wir auch gleich wieder unsere 6 Pokémon voll haben, falls etwas passiert. Oh, komm schon. Danke. So, dann werden wir unseren Weg nach Ewiggenau weiter fortsetzen. Und los geht's. Okay, wir müssen ja erstmal durch Route 205. Dann müsste da eigentlich auch gleich... Achso, hier tauchen ja auch Trainer auf, oder? Schmierst du süßen Honig auf die Rinde eines Baumes, lockst du mit dem süßen Duft vielleicht Pokémon an. Okay, da ist der erste Trainer hier. Hey, wie wär's mit einem Kampf, bevor ich in den Ewigwald gehe? Ja, das wollte ich dir auch gerade sagen. Ich wollte auch nochmal kämpfen. Er hat einen Tangulist schon. Okay. Tangulist ist vom Typ Pflanze Unlicht. Das heißt, Fußkick müsste eigentlich viel Schaden machen. Oh, genug Schaden. Auf jeden Fall. Dann haben wir Tangulist auf jeden Fall schon mal besiegt. Electek erreicht Level 21. Das hat mich jetzt ganz schön umgehauen. Ja, das hat mich auch ganz schön umgehauen, dich zu besiegen. Verdammt. Ich wollte das Item haben. Es gibt zwar keine Berge hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit. Und los! Hä? Wenn du kämpfen willst, bist du also auf Bergwandern. Alles klar. 3 Pokémon hat er. Ein Bojolin. Okay. Dagegen hat mein Electek wahrscheinlich nichts einzuwenden. Mit seiner Schockwelle. Und da ist es besiegt, das Bojolin. Und ich hoffe, der hat nur Wasser-Pokémon. Das wäre schon mal was Gutes. Ein Toxiquack. Toxiquack ist vom Typ Gift, oder? Ich habe jetzt hier keine wirkliche Bodenattacke. Hoffen wir mal, dass wir es mit Electek hier irgendwie reißen. Da bin ich gerade echt überfragt, ob eine Schockwelle reicht, um einen Toxiquack zu besiegen. Nur wenn ich schon diese ganzen vollentwickelten Pokémon beim Gegner sehe, denke ich mir nur so, WTF, ich bin doch denn voll am Arsch. Aber Toxiquack haben wir auf jeden Fall besiegt. Und als nächstes kommt ein Anton. Okay, dann können wir gleich mit Electek drinnen bleiben. Anton, unser armes, süßes Anton ist besiegt und du trittst mir auf die Füße damit, dass du eins hast. Aber es wird jetzt auch besiegt. Tschüssi, mein Freund. So, Electek erreicht Level 22. Und Chloe haben wir besiegt. Witzig, dass es auf einmal denn ein Seemann Chloe wurde. Oh, warum sind denn hier die ganzen X-Items? Ich brauche die Teile nicht. Ist das auch eine Trainerin? Oh, Tatsache. Toll. Ich liebe Pokémon, die süßlich riechen, so wie dieses. Riech doch mal. Hast du mir gerade angeboten, dein Pokémon zu riechen? Warum? Artist Bob mit einem Snubbull. Hier war Snubbull noch vom Typ normal. Kam gerade ein bisschen spät, aber ich bin da immer noch ein bisschen durcheinander wegen den neuen Feentypen und so weiter. Aber Fußkick macht anscheinend doch nicht so viel Schaden. Ich glaube, das ist je nachdem, wie schwer das gegnerische Pokémon ist. Aber dreimal müsste reichen. Oh, Biss. Ja, dreimal reicht. Snubbull ist besiegt. Und Artist Bob auch. Ich finde es immer so witzig, ein weiblicher Sprite und dann heißt es Artist Bob. Ah, so geil. Darum ist auch noch... Hä? Muss ich... das hört sich wieder an wie ein legendärer Encounter. Ach, ein Palkia gibt es hier auf der Route. Hm, schön. Geil. Freut mich, Bekanntschaft zu machen, Palkia. Wie geht's? Nein. Wir gehen.
Wir gehen. Sollte ich hier unten lang laufen? Ah, oh. Oh ja, für ein Item und für Beeren laufe ich gerne hier unten lang. Und Heilball. Das ist eigentlich ganz cool. So eine Persif-Beere. Und noch eine Sinebeere. Okay, laufen wir hier oben lang. Hinter den Sailor vorbei. Schon wieder? Legendäre Pokémon. Was geht denn? Oh, cool, ein Rotom. Und ich kann's nicht fangen. Hä, warum hat Rotom ein legendäres Musik-Encounter, wenn Rotom doch kein legendäres Pokémon ist? Das war jetzt vielleicht unlogisch. Okay, wir müssen gegen sie hier kämpfen. Ja, es gibt keinen Halt mehr. Oh doch. Mit nur einem Pokémon. Ein Landhorn. Guck mal, Electek. Ein Freund zum Spielen. Trifft Schockwelle trotzdem? Trotz des... Nee, Voltabsorber. Habe ich vergessen. Das kann Rechflegel. Fußkick? Macht Fußkick etwas? Ich bin gerade leicht bei Electek überfragt. Ja, ich bin paralysiert, ich weiß. Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb müsste eigentlich immer gut treffen. Ja, sag ich ja. Ey, ist das sein Ernst? Einmal Superschall, einmal Paralyse. Da. Alter, Electek, triff dich bitte nicht selbst. Ach, danke sehr, mein Freund. Und jetzt noch ein Volltreffer, das wäre ganz... Hey, ich kann voraussehen, Leute. Fischer Sonja, ich gebe auf. Ich habe noch einen Paraheiler. Stimmt, ich habe noch einen Paraheiler. Ja. Zwei sogar. Ah, nice. Da, Electek ist geheilt. Und da ist hoffentlich die letzte Trainerin jetzt für... vor dem Ewigwald. Und das war's dann auch für diesen Part. Mit ein Dialga. Hey, thumbs up for you. Aber Dialga müsste sehr schwer sein. Müsste denn nicht Fußkick diesmal mehr Schaden machen? Oh, oh, ja. Tschüss, Dialga. Und es war sogar sehr effektiv. Bye, bye. Oh. Christine, du hattest ein sehr legendäres Pokémon bei dir. Ich konnte heilen. ich konnte es besiegen. Kann man sich hier heilen? Du siehst müde aus. Oh, ja. Cool. Kann ich hier mein Team sogar heilen? Wir sehen wieder erfrischt aus. Schutz ist wirklich sehr nützlich. Findest du nicht auch? Setzt du Schutz ein, hält das schwache Pokémon fern. Aber das bedeutet auch, dass du dann keine Pokémon fangen kannst. Ja, das stimmt schon. So, hier schnell noch das Item aufheben. Und dann sind wir eigentlich kurz vorm Ewigwald. Und... Stimmt. Muss ich gegen dich hier noch kämpfen? Im ewigen Fall sind viele Gift- und Pokémon zu Hause, aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Gehe ich weiter oder doch lieber zurück? Okay, Leute. Das war's dann auch für diesen Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.